Meinst du? Hier gibt's Hamburger! Burger! Die Burger! Das ist ein Boss-Gauntlet, ist das? Das ist Kacke! Nein! Das hat. Das ist Spartakus! Ich bin tot! 37.03 für mitschreiben. Ah, gut, jetzt zu zweit gegen eins. Jetzt ist es fair. Ja, davon ausgeht, dass das fair ist, wenn ich dabei bin. Normalerweise ist das ein Handicap für ihn, ist noch schlimmer. So. Mal schauen, wer die meisten Burger von uns ist. Burger. Am besten wird trotzdem. Bombe. Feuer. Und Rollschuh. Und Zuckerrohr. Oh, schön passende Musik. Du stirbst nicht davon, wenn du mich nicht mit der Alkoholdienst triffst. Doch, ich bin gerade gestorben. Wenn er dich mit deinem Morgenstern trifft? Also ich bin da nicht gestorben gerade. Jetzt muss ich nicht in die Bombe reinrennen. Immerhin, den haben wir schon mal. Danke. Danke, Rabe, sagt Heißzeit. Nö. Ich glaub das nicht, ey. Danke, Rabe. Geht doch! Weißt du, wahrscheinlich hat er jetzt gerade nur auf Pause gedrückt, damit er das sagen kann. Eine Aufnahme später kommt dann gar nicht. Ja, ja. Hey, Tornado Fred. Alter, geh weg. Kann ich nicht mehr schlagen? Turbo! Uts! Yes! Ah, oder auch nicht. Jetzt machen wir ihn kalt. Er sieht hier alt aus und jetzt trifft er ihn. Warum trifft er nicht? So. Nein! Warum hast du nicht weggebombt? Das war jetzt ein scheiß Moment. Da könnte man doch nicht mehr... Ja. Ihr seid doch ehrlich. Ja. Ich hab wenigstens die... Yay. So, komm her. Komm zu Papi. Perfekt. Er braucht schon Fernsteuerbomben, ey. Genau, die Durchgehbomben sind sowieso in dem Fall viel lustiger. So, jetzt kommt wieder die Lady. Lady? Ja, die Dame. Lady in Red. Müssen wir auch die großen Postale nochmal machen? Ich glaube eigentlich nicht. Also zumindest ist mir diesbezüglich nichts mehr in Erinnerung. Das wäre die Hölle, glaube ich. Ja, die Hölle? Da werden mehr ausgedrückt. Herz, meins. Ja. Wenigstens können wir uns hier schön aufpowern. Ja. Au! So, komm runter, Lady. Hopp. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich hab sie. Ich lasse sie leiden. Was heißt das? Moment. Nee, nicht Moment. Halt lieber Abstand. Boom! Halt Abstand, ich versuche sie jetzt. Ja, ich kann sie. Scheiße. Sie will lieber mit dir kuscheln. Ach, Mann. Mann! Okay. Irgendwie muss man die doch einkennen. Moment. Da gibt es eine Strategie. Genau, leg eine Bombe dahin, die kann nichts machen. Wo gehst du hin? Leg eine Bombe dahin und dann ist sie gearscht. Ja gut, vorsichtig solltest du dabei noch sein. Na komm schon. Genau. Vorsichtig sein, weißt du. Und das Ganze noch ein paar Mal. Ja, na los, sie ist jetzt eingekesselt. Ich hab keinen Leichtsinn. Er schaut einfach seine Fernzünder weg zu pollern. Ja. Ah. Wenigstens kannst du nicht sterben, also. Sie ist doch positiv. Ja. Was? Bin ich jetzt überhaupt getroffen? Wenn die Goodies kaputt sind. So. Geschafft. Ich hatte die Schnauze voll. Mann! Weißt du,
Gib mir eine Taktik vor. Wo? Oh, aua. Jetzt wird's elektrisch, oh je. Ja, das ist ja genau das Richtige für mich. Aber immer eine andere Musik. Ich kann ja nur dreier laufen, ich hab schon. Oh, Mann! Warum musst du da stehen? Das ist nicht wahr. Dass du mich weggebombt hast? Ich habe dich getötet, ja, tut mir leid. Ich hab dich getötet, ich hab den Rahmen getötet. Das war toll. Nein, das war es nicht. Ich hab den Rahmen getötet. Aber es war gut. Scheiße, warum? Warte, einfach boom! Nee, wenn ich das mache, dann bin ich tot. Ja. Moment. Warte, es geht. Da geht das. Nein, ich hab keine. Aha, ich kann keine Bombe mehr legen. Scheiße. Ja. Dann geht's nicht. Boah, ich dachte jetzt, du stirbst, ey! Meine Pumpe! Ich hab das jetzt auch nicht gewusst. Ich dachte einfach, ich probier's mal. Hui! Oh, Junge! Was war mit mir hier, ey? Meine Pumpe, ey! Hui! Oh, mein Herz ist weg! Nein, mein Herz ist schon längst auch stehen geblieben. Nein! So! Was? Das war's! Du bist auf dem Bildschirm mindestens 5-mal gestorben! Was? Ja! Jedes Mal die X drin! Okay. Was kommt jetzt? Ah, okay. Jetzt kommt der Great Bomber. Den wir noch gar nicht bekämpfen durften. Ja, stimmt. Der komm ist so noch great, der bleibt einfach stehen. Ei! Du nimmst meine Bombe nicht. Eieiei. Yeah. Yay. Das war clever. Das Scheiße! Warum muss ich auch gerade so viel legen? Hä? Oh. Puh, sagt er. Ja. Ich meine, jetzt arbeiten wir wieder zu zweit, weil sicherer. Ja, das ist gut. Wie lange ist der unverwundbar? Weil er's kann. Vergiss das nicht. Nur unverwundbar sein ist schöner. Jetzt müssen wir hier auch nur zusammenarbeiten, wenn wir ihn bezwingen wollen. Mach ich ja. Bam, bam, bam. Wir müssen ihn einkesseln. Komm du von rechts. Nein, das ist eine Bombe gelegt, ey. Scheiße. Der Great Bomber ist... Oh! Oh! Bodycheck. Ja doch, das ist ein Pokémon, ist das. Yay, ich hab ihn getroffen. Er ist ein Pokémon! Und ich bin tot! Also ich finde ja immer noch... Danke! Baut er dir auch noch einen hier! Ich hab nichts gemacht, ich hab keine Bombe gelegt! Scheiße! Du bist blöd, du bist lästig, ich habe grad keinen Bock, ich will dich fertig machen! Na los! Yes! Wann ihr mich? Vielleicht hilft das. Ich soll mich jetzt hier als Boxsack bereitstellen, nö. Yay! Er hat sich selbst getroffen. Da reagierst du aber auch sehr spät. Ich hab nur grimmig geguckt. Das gehört zu meinem Image. Meinst du wirklich? Yes! Guck mal, wie einfach das ist. Ich brauch nur grimmig gucken, dann geht das. Oh, okay, was kommt jetzt? Aria, Pfeife, Pfeife, Kria. Oh. Das muss jetzt der letzte Boss sein. Darf ich vorstellen, das Gehirn. Papa Brain. Von wegen! Okay, wir müssen sie doch noch einmal bekämpfen. Das ist doch nicht normal! Ach du Scheiße. Danke, ich bin durch deine Bombe gestorben. Das heißt, wir dürfen auch wieder Moskitoman bekämpfen und oh je. Ohne Powers.
Beruf habe ich mich hier eingelassen? Ich wollte nur morgen ganz normal arbeiten. Ich glaube, daraus wird nichts. Nee, glaube ich auch nicht. Oh. 1574, meine Todeszahl. Oh je. Oh je. Vielleicht muss man ihn auch nur ein paar Mal treffen, dann wechselt ganz anders. Mit Upgrades wäre das vielleicht noch ein bisschen angenehmer. Wird ja machbar! Halt das für ziemlich unmakebar! Ich guck wieder grimmig. Kann ich auch, yay! Ja! Aber wie sieht das so aus, als würdest du drücken? Oh, oh, oh. Scheiße! Das zu viel ist gut! Komm mal her, Flamme! Flamme, hier bin ich! Hier, wo die Bombe ist! Guck mal, wenn ich grimmig guck, unten zu mir! Hier, Bombe! Hey, oh, ei! Toll, okay, mach was du kümmerst dich um den, ich kümmere mich um die Flammen. Wenn das geht. Wenn das geht. Das sagst du gerade genau das Gefühl. Schon erledigt. Also ich glaube, er hält schon mal deutlich weniger aus. Danke. Jetzt kommt der wow. Warst du nah? Du weißt, wie das geht, ne? Nein, weiß ich nicht. Ich habe nämlich kaum noch Feuerkraft. Ach nee, die hast du ja nicht mehr. Deswegen, ich... Danke. Was machst du da? Der hat mich eingekesselt. Ja, das sagen wir jetzt alle. Eingekesselt, das ist irgendwie das neue Lieblingswort von dir, wa? Eingesperrt, eingemauert, einge... Bombt. Das war's schon? Ja. Ich muss sagen, die sind hier wirklich echt angenehmer. Aber trotzdem, jetzt kommt ja Mr. Mosquito. Captain Mosquito Man und außerdem gucken wir, wie viele Leben wir haben. Keine mehr, deswegen. Das ist nicht gerade. Das, was ich mir von den schönen Abendmahl erhoffe. Ja, wird ja eine ungerade Zahl sein. Boah, nicht wie eine Wolken! Scheiße! Wie ist mit den Wolken? Du weißt, dass das nicht gesund ist, was du gerade hier machst, oder? Die Wolken sind bestimmt lecker. Dann kommt der jetzt bestimmt nur noch zwei Treffer aus. Ja genau! Wir pansen's! Bumm! Bisschen zu spät! Na los! Ja, voll drauf! Hau drauf! Er ist voll drauf, mit ihm draufsetzen. Jetzt kommt der letzte, also von dem. Ja, die sterben, jetzt kommt der letzte! Jetzt kommt ja. Tarantelman, ja toll. Und du schläfst genau günstig. Das ist nicht witzig. Ich hätte es nicht besser machen können. Es ist nicht witzig. Ich hätte es nicht besser machen können. Du darfst nicht so oft sterben. Der Boss hatte Schuld. So, jetzt aber. Also ich würde sagen, wir machen hier wirklich die Strategie, dass einer sich darum kümmert, ihn anzugreifen und der andere kümmert sich um die Flammen irgendwie. Ja, ich guck nur grimmig. Na grimmig, guck mich da nicht kann. Viel. Komm zu mir, ihr blöde Flammen. So, ich hab sie. Oh, der eine kümmert sich um die Flammen, der andere kümmert sich um die Treffer. Kann auch Personalunion sein. Uiuiui. Flamme, hier bin ich. Hier. Yes. Aber. Oh, jetzt will ich an deiner Stelle lieber weghauen. Abhauen, meine ich. Ich hau ihn weg. Gerade auch ziemlich praktisch, wenn man Treffer machen will. So, sein Pattern rausfinden. So, okay. Ja, falsche Richtung. Ich guck grimmig. Nicht der Umleitung folgen. Ich guck hier. Und. Yes. Noch kein Leben verloren. Wir können stolz auf uns sein. Das nur durch die Macht des grimmig Guckens, Leute. Genau. Oh, okay. Hör auf!
mein Job. Ich kann mich nachmachen. Ja, na komm, das hier müssen wir irgendwie noch schaffen. Das haben wir gerade leichter gesagt als getan. Da macht sich sogar selbst Schaden. Ja, weil wenn wir uns da vorstellen. Das ist der dümmste Boss von allen überhaupt. Was? Ich war doch nicht. So, jetzt der vorletzte. Moskito. Moskito Man. Scheiße. Deine Bombe hat beide mitgezündet. Doch, jetzt nimmt man das so. Letztes Leben, ne? Ich weiß. Die ganze Menschheit. Glaub. So, das sind schon mal 3 Treffer? Aua, geh nicht gucken. 4 Treffer! Ich hab gerade echt einen guten Lauf. Ich seh's schon. Nein! Viele Wolken, ey. Viel zu viele. Aber die verschwinden nach einer Zeit, ja. Die Dunstwolken immer. Hab ich den Duft der Wolken mitbekommen. Also, 5 Treffer, dann ist er weg. Ich hab nur grimmig geguckt, den ganzen Kampf über. Jetzt kommen wir auf unsere Lieblingsraupe. Jetzt rennen die aber nicht mehr in die Mitte. Und ich bin schneckentempomäßig wieder unterwegs. Ja, aber nur kurz. Ändert sich hier gleich. Oh, oh. So, jetzt wird's lustig. Ich treff ihn nicht. Jo. Ausgerechnet jetzt kommt er angeschissen, weißt du? Oh ja, ich das nie interessiert. Jetzt ist es halt der Endkampf. Das ist doch klar. Ja, klar, ist dass du klar interessanter geworden bist. Er ist grimmig. Grimmig und aggro. Jetzt, ja, jetzt wird er wieder richtig aggro mit seinen Spinnnetzen hier. Diese Phase mag ich gar nicht. Nicht nur du. Ich mach den ganzen Boss nicht. Ich mag Sergeant Mosquito Man nicht. Ja, war doch witzig. Mit den Wolken nicht. Ja, du darfst ja nicht mal auf seine Flatulenzen eingehen. Habe ich das nur so im Gefühl oder habe ich ihn noch nicht mal ansatzweise irgendwie groß gefärbt? Sieht doch noch aus. So, ja, endlich mal Farbe. Ja, er hat Farbe bekannt. Wurde auch Zeit. Das Problem ist nur, du musst jedes einzelne Glied, glaube ich, kaputt machen, oder? Obwohl, gerade war, kann das auch nicht gewesen sein. Oh oh. Ich hab Angst. Er ist wieder in seinem Grimmy-Modus. Ah, jetzt kommt diese Phase wieder. Wenn du über ihm bist, kann er dich zumindest nicht mit den Spinnweben treffen. Ja, stimmt. Deswegen versuche ich mich ja jetzt gerade hier oben zu halten. Dieser Tornado Fred. Aber er kann mich trotzdem mit seinen Stacheldinger hier. FYPD is my destiny. Dass mich das nicht getroffen hat, wundert mich. Boah, nicht nur dich. Denk oh, dran. Komm, Beifuß. Beifuß. Spiderwebs. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier. Er hat doch nicht mehr ein Spiderweb. Ich habe nicht gesagt, ich geh weg. Ich will nicht. Jetzt ist Schluss mit schön schreiben, sagt er sich. Geh endlich kaputt, stirb! Ach, du leck mich doch die Eierbund. Nein! Ich muss tatsächlich jedes einzelne Körperding treffen. Ja, du schaffst das schon. Sagst du so leicht? Ja. Ich hab eine Bombe, ich hab die schwächste Bombe überhaupt und damit soll ich das schaffen? Ja? Du bist ja auch nicht mehr da. Mehr. Seelischen Beistand krieg ich von dir ja auch nicht mehr. Natürlich. Du weißt, wie ich hier gerade die Daumen drücke und grimmig gucke. Du meinst das hier? Ja. Im Himmel mach ich da weiter.